zwei der erfolgreichsten Namen dieser Meisterschaften. Die haben eben, glaube ich, noch ein tolles Doppel geliefert. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke, Beifall. Fangen wir mal mit dir an, die zum ersten Mann ist. Ich weiß, dass sie im dritten Spiel im Halbfinale wieder dran ist. Ann-Kathrin, wie war's? Aber ich sage mal, ihr kennt euch ja gut. Das hattet ihr auch ein bisschen so erwartet, oder? Jeanette, das wäre vielleicht das Einzige für dich auch ganz vorteilhaft gewesen, zwei Sätze nochmal nachzudenken, dass man eine Woche drei braucht, aber er hat es wirklich geändert. Ich weiß, eure Partner, sprich jetzt, wenn ihr im nächsten Jahr das bestimmt wissen werden, wo legt man denn so jetzt den Schwerpunkt hin? Wir haben Doppel, weiß ich, ist neun, dieses Spiel heute, drittes Spiel mixt. Wie ist das so, Doppelbelastung an Katrin? Anstrengend, aber wenn man eigentlich gewinnen will, dann muss man fit sein. Du hast es mir vorhin auch gesagt, also wir werden nur die Fittesten gewinnen. Ich kann davon ausgehen, also diese Doppelbelastung, weil mich das immer wieder Zuschauer auch fragen, die schlägt ja eigentlich relativ locker weg, oder? Eigentlich schon, aber heute sind wir sehr stark mit dir und anstrengend. Jeanette, gucken wir mal ein bisschen voraus. Neben dem Doppel hat es geklappt gegen Katrin. Jetzt muss ja am 1. auch noch mal was geben. Fehlt da was? Also ich würde sagen, es ist ziemlich ausgeglichen. Wir haben oft miteinander trainiert und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Gut, und Anne-Kathrin hat gesagt, zwei Titel sollen her. Wir wünschen euch viel Glück. Hat uns viel Spaß gemacht und wie meine Damen und Herren, schauen wir einfach morgen, wenn ihr Endspiel in der Seite steht, dabei. Ich sage einfach mal eine